Ja, dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zu unserem diesjährigen Open Innovation. Kann man das hier hinten verstehen, wenn ich so rede? Ist das laut genug? Ja, wir freuen uns wirklich riesig über diese große Gruppe. Wir haben ja alle ein oder vielleicht sogar mehrere turbulente Jahre hinter uns. Und dass wir dann Anfang Dezember so eine große Gruppe hier erreichen, das freut uns wirklich sehr. Und ich heiße euch nochmal herzlich willkommen vom ISB. Ich bin Thorsten Veit, ich bin der Geschäftsführer und Leiter des ISB und ich begrüße euch herzlich zu unserem 24-Stunden-Sprint. Und ich möchte gleich vorneweg dazu sagen, wir werden nicht durchmachen. Also ihr dürft, wir werden zwar später auch in den Abend hineinarbeiten, wir werden auch einen informellen Teil haben von gemeinsamem Speis und Trank, also das darf ruhig in den Abend gehen, aber dann darf auch jeder seine Nachtruhe antreten, so wie er das gerne mag. Also das ist auf jeden Fall gewährleistet. Ja, wir sind ja als ISB eigentlich in Wiesloch ansässig, seit über 30 Jahren in der Nähe von Heidelberg. Und ich freue mich deswegen sehr, jetzt über die Verbindung zu Köninger, zu Volker und Alfred, mit denen ich lange Jahre verbunden bin, gerade mit dem Volker, jetzt noch mehr in den Süden hinein aktiv zu werden. Und deswegen Augsburg, eine für uns auch neue Location hier in Augsburg. Jetzt haben wir auch die organisatorischen Rahmenbedingungen so ganz gut geklärt, dass wir hier gut arbeiten können. Und ich freue mich, dass wir hier in Augsburg mit euch zusammen das gestalten dürfen. Ich werde auch gleich mit Alfred zusammen noch begrüßen. Vielleicht noch zwei Sätze zu Open Innovation. Was ist Open Innovation für uns als ISB? Der Volker und ich, wir haben das mal vor ein paar Jahren entwickelt, weil wir selbst gemerkt haben, natürlich haben wir am ISB viele Konzepte, Modelle entwickelt, so aus der Notwendigkeit der Lehre, aus dem Willen, Seminare, Curricula anzubieten. Und dann haben wir aber gemerkt, da brauchst du vielleicht nochmal einen Step nach vorne. Wie können wir eigentlich mit unseren Partnerinnen, mit unseren Netzwerkerinnen auch Themen gemeinsam weiterentwickeln, die manchmal ganz neu sind und ganz zukunftsträchtig sind und manchmal sind sie, wie jetzt in diesem Fall, jetzt nicht neu. Leadership ist natürlich kein neues Thema, aber ein Thema, wo sich ganz vieles gerade neu kalibriert, wo sich ganz viele Fragen stellen, wo sich ganz viel eigentlich neu ausrichten muss. Und für diese Form der Arbeit haben wir damals dann gesagt, da brauchen wir ein eigenes Format. Und das ist heute, bis heute Open Innovation, das ist jetzt der vierte Durchgang. Und das ist wirklich so gemeint, wie es da steht, nämlich Open Innovation. Das heißt, wir haben mit Julia und Miriam zusammen viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt, in einem sehr offenen Format. Und es liegt jetzt an uns allen, daraus irgendwie ko-kreativ, innovativ das Thema Leadership nach vorne zu denken. Also wirklich gar nicht viel Musik von vorne. Wir haben auch zwei Impulsgeberinnen, einmal den Hayes und einmal die Barbara, die uns auch ein bisschen inspirieren werden später. Ich stelle sie später euch noch vor. Aber dann werden wir sehr einfach in den ko-kreativen Raum gemeinsam gehen und haben dafür einiges vorgedacht. Ja, das Thema Leadership, bevor ich dann auch schon an Alfred übergebe, ist natürlich kein neues. Ich habe euch mal so ein bisschen systemisch, vielleicht sogar systemtheoretische Perspektiven vom ISB auf Leadership mitgebracht. So etwas fast theoretisch, es ist keine instruktive Kommunikation, da sind wir, glaube ich, heute alle dabei, sondern es ist mehr zu verstehen als eine Stimulation von Eigensteuerung lebendiger Systeme. Also das bringt schon den Teil mit, da ist heute, gerade heute in der heutigen Zeit, Orientierung vonnöten, da kommen wir später auch nochmal sicher zu, aber es ist eigentlich die Aktivierung, die Stimulation von lebendigen Systemen. Und der Bernd hat es dann mal formuliert, also der Bernd Schmidt, unser Gründer, führen oder Leadership heißt, jemanden durch Kommunikation bewegen, sinnvoll bei Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken. Also der Alfred macht es vielleicht gleich ein bisschen praktischer noch. Das ist ja unser Zusammenspiel. Also deswegen, die richtige Führung gibt es sicher nicht, aber es gibt natürlich gute oder erfolgreiche Führungen, wirksame Führungen, das erleben wir im Alltag, glaube ich, alle. Und nochmal so diese Metapher, auch der Aufführung oder des gemeinsamen Inszenierens, natürlich gibt es ganz viele Stile, ganz viele Arten, Leadership zu bewerkstelligen und das ist ja das, was wir im Alltag auch merken, also entweder wenig Drehbuch, würden wir in der Theatermetapher sagen, also viel Aufmerksamkeit, viel Entfaltungsraum, viel Anregung, aber dann gestalten lassen. Oder die andere Seite, eher viel Drehbuch, Dinge konkreter entwerfen und dann gemeinsam einstudieren. Das ist so eine andere Seite von Leadership, wie wir es inszenieren können. Und ich glaube, in diesen
in diesem Spannungsfeld, auch in diesem Korridor bewegen wir uns wahrscheinlich alle. Wie viel wollen wir Rahmen geben und Freiräume lassen und wie viel wollen wir auch konkreter reingehen und mehr Vorgaben machen oder mehr in enger Bezogenheit einstudieren. Am Ende tanzen die Tänzer und nicht der Regisseur oder die Choreografin. Also deswegen, ich habe mich ja selbst nochmal länger jetzt auch mit dieser Idee von Leadership dann natürlich im Vorfeld beschäftigt. Es geht eigentlich um Räume, es geht um Regie und es geht eigentlich auch um Orientierung. Das ist so etwas, was ich nochmal ganz stark gemerkt habe. Wie viel kann Leadership auch an Orientierung, muss Leadership an Orientierung bieten? Das sind einfach ein paar lose Gedanken. Wir haben genug Zeit, auch eure Perspektiven damit reinzuholen. Und Co-Kreativ meint eben, dass wir gerade den morgigen Tag sehr einfach miteinander an diesem Thema weiterarbeiten werden und dann die Zeit nutzen, Leadership nochmal neu zu denken. So, das als kleine Intro-Seite von uns, von mir. Ich gebe jetzt mal weiter oder hole den Alfred noch mit hier auf die Bühne, Geschäftsführer von Köninger. Es freut mich sehr, Alfred, dass wir die Sache jetzt auch in Augsburg hier gemeinsam inszenieren und du führst einfach nochmal von deiner Seite ein. Ja, danke, Thorsten. Auch von meiner Seite herzliches Willkommen von der Köninger GmbH in unserer Heimatstadt. Manche wissen, und Thorsten hat es gerade nochmal gesagt, dass wir eine tiefe Verbundenheit über viele, viele Jahre mit dem ISB haben. Die meisten unserer Beraterinnen haben einen ISB-Background. Manche sagen auch, dass Köninger die in eine Unternehmensberatung gegossene Form des ISB ist. Das ist zwar eine sehr mutige Aussage, aber ein Körnchen Wahrheit steckt da schon drin. Darum freut es mich sehr, lieber Thorsten, dass wir diesmal das Event wieder gemeinsam machen und vor allem in südlichen Gefilden hier bei uns in Augsburg. Ein paar Worte zu Leadership, auch inhaltlich. Wir leben in Zeiten, die wir bei Köninger seit ein paar Jahren die Welt im Umbruch nennen. Die Trajektorie unseres Kurses, was die Evolution angeht, zeigt momentan eher auf eine unwirtliche Zukunft. Und die Frage ist, wie wir gemeinsam den Kurs schnell und umgreifend ändern können, ohne dass wir in ein Chaos geraten und da wertvolle Zeit, die wir in manchen Aspekten nicht mehr haben, Blick auf Klimakrise, damit wir das entsprechend bewerkstelligen. Und darum ist für mich besonders das Thema Leadership so essentiell, denn es geht um buchstäblich fast alles an der Stelle. Aber was ist gute Leadership? Ein DAX-Vorstand hat mir zu mir gesagt, Leadership requires followers. Ich weiß nicht, was der Vorstand sonst noch damit verband, aber in dieser Verkürzung war mir das zu wenig. Im Gegenteil, ich folge auf sozialen Netzwerken wunderbare Kommunikationsmittel mittlerweile Leuten, die haben ganz wenig Followers und dann schaue ich rein, was sagen die eigentlich und dann sage ich, wow, was für ein Thought Leader, was für eine Thought Leaderin. In Vorbereitung auf das Event gestern bin ich nochmal in mich gegangen, was sind denn meine Kriterien für Leadership? Und für mich ist Leadership immer etwas Allgemeines und was Individuelles. Allgemeines im Sinne, was sind die Kriterien, wo die meisten Menschen drauf ansprechen, also so ein bisschen eine statistische Dimension, aber auch individuell, was bedeutet es für mich persönlich, worauf spreche ich an, wenn ich zum Thema Leadership in Resonanz gehe. Und bei mir sind es drei Elemente, jetzt versuche ich den Bogen zu schlagen. Es ist einmal das Thema Richtungskompetenz und Visions- und Intuitionskraft, also was ist die in Anführungsstrichen richtige Richtung, wo gehen wir hin als Firma. Zweitens aber auch gewisse Charaktereigenschaften wie Mut, Ausdauer, Kraft, neue Wege einzuschlagen und ausgetretene, tradierte Pfade zu verlassen, aber auch Integrität und moralische Vorbildfunktion. Und zuletzt, wie schaffen wir es, Menschen zu begeistern, das ist so der Kommunikationsaspekt auch, und eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Wenn ich mich selber reflektiere, dann ist mir bewusst, dass ich meine eigenen drei Kriterien nicht so gut erfülle, wie ich sie vielleicht erfüllen möchte, zumindest nicht jede Dimension. Darum bin ich auch ein Freund, den Nadine liegt schon,
Darum bin ich auch ein Freund davon, von komplementären Leadership-Teams. Und so haben wir auch die Kündiger Geschäftsleitung aufgebaut mit Thilo Kahn und Christina Janssen. Vielleicht wollt ihr mal ganz kurz aufstehen, damit die Teilnehmer eure Gesichter kennen. Und Voraussetzung ist natürlich bei allen Beteiligten eine Haltung, dass man nicht immer führt, sondern jeder von uns führt in den Bereichen, wo wir eine Stärke haben, die natürlich im Vorfeld auch miteinander diskutiert werden, und in anderen Bereichen, wo ein anderer stärker ist, ja, dann führt man halt nicht und folgt. Von daher ein paar Worte nochmal aus meiner Seite zum Thema Leadership. Und ich habe jetzt genug geredet. Ich freue mich wahnsinnig auf die Perspektiven von euch zum Thema Leadership und übergebe zurück an dich, Thorsten. Ja. Und ich glaube, jetzt stellen wir dann noch die, unsere Moderatorin. Das machen wir sofort. Ja, jetzt freue ich mich sehr, Julia und Miriam auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Ich sage schon jetzt herzlichen Dank für unsere sehr inspirierende Vorbereitung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke für euer Engagement und für euer Mitwirken. Und ich darf euch jetzt gerne hier vorbitten. Jetzt übergebe ich den Stab an euch. Wir werden das zu dritt in unterschiedlicher Form gemeinsam gestalten, aber gerade im Wesentlichen jetzt euch beide. Vielen Dank. Super, ganz herzlichen Dank.